Hallo und willkommen zurück. Heute gibt es den Film Bubble Boy, eine Abenteuerkomödienromanze aus dem Jahr 2001. Vorsicht, Spoiler! Ein Junge namens Jimmy Livingston wird mit keinerlei Immunität geboren. Ein winziges bisschen Keim könnte für ihn tödlich sein, deshalb muss er in einer geschlossenen Umgebung gehalten werden. Er darf nichts anfassen, ohne gereinigt zu werden. Er wird für den Rest seines Lebens in einer Blase aus Plastik leben. Seine Mutter Mrs. Livingston ist übermäßig beschützend gegenüber ihrem Sohn. Bis er 4 Jahre alt war, dürfte er nicht einmal nach Hause kommen. Er war gerade 4 Jahre alt, als seine Mutter und Mr. Livingston ihn in seiner Blase nach Hause brachten. Das Zimmer, in dem er sich befindet, hat eine riesige Blase, in die das Kind hineingehen kann. Aus der Blase ragen 2 Hände hervor, mit denen seine Eltern es berühren können. Um seine Spielsachen vor Infektionen zu schützen, sind alle seine Spielsachen sterilisiert worden. Jimmy lebt seither in der Blase. Mrs. Livingston möchte, dass er in der Blase bleibt. Sie schließt ihre Gute-Nacht-Geschichten ab, indem sie alle Prinzessinnen loslässt. Da Frau Livingstone glaubt, dass sie die Besten sind, beschränkt sie sie auf einen Fernsehkanal und eine Zeitschrift. Um ihren Sohn zu umarmen und ihm die Haare zu schneiden, benutzt sie ihre ausladenden Arme. Mrs. Livingston ist eine extreme Nationalistin, deshalb bringt sie Jimmy nur Dinge bei, die sie für vernünftig hält, und zwingt ihm ihre Ansichten auf. Der arme Jimmy hat jedoch nicht das Wissen, um kluge Entscheidungen zu treffen, und so macht er mit ihr mit. Jeder in der Stadt weiß alles über den Bubble Boy. Aber das ist nicht zu seinem Vorteil. Stattdessen werden die Nachbarskinder in Frischhaltefolie eingewickelt und verspotten Jimmy vor seinem Haus. Mrs. Livingston vertreibt sie oft. Jimmy isst nur noch selbstgekochtes Essen. Ein Dekontaminierungssystem befindet sich in einem Plastikschlauch, in den Mrs. Livingston sein Essen legt, um alle Keime abzutöten, bevor Jimmy es bekommen kann. Jimmy ist jetzt 16 Jahre alt und jung. Er erzählt, dass er wie jedes andere Kind aufgewachsen ist und sich freut, dass er eine E-Gitarre statt eines Autos hat. Bis er eines Tages an seinem Fenster steht und entdeckt, dass ein neues, gleichaltriges Mädchen namens Chloe in seine Nachbarschaft zieht. Obwohl er das Mädchen liebgewonnen hat, kann er nicht viel dagegen tun. Er weiß weder etwas über Mädchen noch über die Liebe. Seine Mutter bemerkt seine Leidenschaft und erzählt Jimmy die Geschichte eines Jungen, der getötet wurde, weil er die Frau von nebenan berührte. In den folgenden Jahren. Man kann seine Kleidung oft durch die Fenster sehen. Auch er beobachtet sie. Er sagt ihr, er wisse, dass etwas passiert, aber er wisse nicht, was. Eines Morgens wacht er mit einer Erektion auf und ist entsetzt. Er ist sich des Konzepts nicht bewusst. Er wird von dem Schläger geschlagen. Er weint und ruft seine Mutter an. Mrs. Livingston kommt herein und bittet ihn, den Treueschwur zu sprechen, bis er sich beruhigt hat. Chloe hat einen Kreis von beliebten Freunden, die sich über Jimmy lustig machen und ihn den Bubble Boy nennen. Jimmy scheint sich ihr gegenüber ein wenig zu verteidigen. Eines Tages klopft sie an die Haustür der Livingstones und der Hausbesitzer lässt sie herein. Livingston lässt sie eintreten. Sie ist erstaunt über die vielen Plastikschläuche, die überall im Haus verlaufen. Sie folgt dem Schlauch, bis sie in Jimmys Schlafzimmer ankommt. Jimmy ist überrascht und nervös, denn seine Mutter ist die einzige, mit der er je gesprochen hat. Chloe spricht mit ihm und sagt ihm, dass sie ihre Gitarre mag. Jimmy versucht, ihr beizubringen, wie man die abstehenden Finger benutzt. Mittendrin fängt er an, den Treueschwur zu rezitieren. Danach hängen die beiden jeden Tag zusammen ab. Mrs. Livingston gefällt die Beziehung der beiden nicht, aber sie ist nicht in der Lage, etwas daran zu ändern. Es folgt eine Montage, die zeigt, wie sie Zeit miteinander verbringen. Um seinen Geburtstag zu feiern, schenkt sie ihm ein Meerschweinchen in einem Ball und lädt ihre Kinder zu Halloween in sein Zimmer ein. Eines Abends an ihrem Geburtstag. Durch die Fenster sieht man eine betrunkene Chloe, die Jimmys Zimmer betritt. Sie versucht, in die Luftblase zu gelangen, weil sie meint, sie könne ihm nicht länger aus dem Weg gehen. Sie wird ohnmächtig, bevor sie hineingehen kann. Die Kamera geht zum Abschlussball von Chloe. Ihr sexuell aggressiver Freund Mark wartet darauf, sie abzuholen, und Jimmy ist verzweifelt. Mark ist so freundlich, Jimmy eine Zigarette anzubieten, aber Jimmy ist sich nicht sicher, was es ist. Eines Nachts sieht Jimmy Mark und Chloe durch sein Fenster, wie sie sich spielerisch küssen. Chloe kommt in Jimmys Schlafzimmer und schenkt ihm am nächsten Tag ihren Verlobungsring. Mark hatte ihr einen Antrag gemacht, ihn zu heiraten. Sie hat Jimmy von ihrer Hochzeit an den Niagarafällen erzählt. Jimmy ist enttäuscht, lässt es sich aber nicht anmerken.
Sie hat ihm auch ein Geschenk mitgebracht, das sie in seiner Dekontamination aufbewahrt. Doch Jimmy ignoriert das Geschenk. Stattdessen gibt er ihr das Meerschweinchen und fordert ihre Erlaubnis, nach Hause zu gehen. Chloe geht mit Tränen in den Augen davon. Jimmy öffnet das Geschenk und sieht die Schneekugel mit der Aufschrift »Ich liebe dich«. Überrascht schreit er ihren Namen und beschließt, zu den Niagarafällen zu fahren, um die Hochzeit zu verhindern. Er ist fest entschlossen, einen aufblasbaren Schutzschild für sich selbst zu bauen, was ihm schließlich auch gelingt. Danach verlässt er das Haus, ohne die Erlaubnis seiner Eltern zu kennen. Jimmy ist glücklich, zum ersten Mal zu laufen. Er erreicht die Bushaltestelle und bittet darum, ein Busticket zu kaufen. Jimmy hat jedoch vergessen, Bargeld mitzunehmen. In Panik versucht er, die Straße zu überqueren, als er von einem Bus erfasst wird. Er stürzt zu Boden, aber seine Seifenblase rettet ihn. Die Buspassagiere kommen heraus und bieten ihm eine Mitfahrgelegenheit an. Jimmy nimmt das Angebot freudig an, doch dann wird ihm klar, dass sie einem religiösen Kult angehören. Als er versucht, sie zu entlarven, wird er angeschrien. Er wird angeschrien und aus dem Bus geworfen. Sie erreichen ihr Ziel und ihr Anführer verkündet, dass Gott der ganzen Welt einen Retter gesandt hat. Sie sind überzeugt, dass Jimmy ihre Rettung ist und machen sich auf die Suche nach ihm. Jimmy trifft auf Slim, den Biker. Jimmy spricht mit Slim über seine Liebe zu einer anderen Frau. Slim ist beeindruckt und erzählt dann von seiner früheren Liebe zu seiner Freundin, die er immer Wildfire genannt hat. Er bietet Jimmy an, mit ihm zu fahren, und die beiden fahren zu den Niagarafällen. In ihrem Haus stellt Mrs. Livingston fest, dass Jimmy verschwunden ist und ist entsetzt. Da Jimmy in weniger als 24 Stunden verschwunden ist, macht sich Mrs. Livingston mit ihrem Mann auf die Suche nach ihm. Slim und Jimmy reisen nach Las Vegas, um sich auszuruhen. Jimmy hat nur 2 Tage Zeit, um sich auf die Hochzeit vorzubereiten, und sie können sich im Casino amüsieren. Er lässt Slim im Casino zurück und macht sich mit einem Motorroller auf den Weg. Jimmy kann sich nach kurzer Zeit aus dem Staub machen, obwohl seine Eltern versuchen, ihn aufzuhalten. Er rennt eilig davon. Jimmy hat einen Unfall, aber zum Glück fliegt seine Seifenblase ihn in einen Zug. Er entkommt seiner Mutter, ist aber in einem Zug gefangen, mit den Fähigkeiten aus der Serie. Er erfährt von den Leuten, die Freaks sind, von Dr. Freak, seinem Chef, der sie besitzt und sie in seinen Schreckenshaus einsetzt. Jimmy wird Dr. Freak vorgestellt, der ein Zwerg ist. Er wirft den Mann mit seiner Seifenblase auf den Boden und friert alle Freaks ein. Dann macht er sich auf den Weg zu den Niagarafällen, aber er kann den Roller nicht mehr benutzen. Er beschließt, in ein Restaurant zu gehen und bittet dann um eine Mitfahrgelegenheit. Pushpop wird von der Polizei schikaniert. Sie konfrontieren Jimmy damit und er sagt ihnen, dass er keine Immunität hat. Sie glauben, dass Jimmy an einer ansteckenden Krankheit leidet und verlassen die Gegend. Das Restaurant brennt in dem Chaos nieder und Pushpop bietet Jimmy an, mitzufahren. Er erklärt sich bereit, ihn zu den Niagarafällen zu bringen. Mrs. Livingston erreicht Dr. Freak, der ihr mitteilt, dass Jimmy zu den Niagarafällen fahren wird. Sie ist wütend. Sie ist wütend. Sie ruft Chloe an und schreit sie an, weil sie Jimmy zur Flucht verholfen hat. Sie spricht mit Dr. Freak über die Freaks, die vor Steels Auto stehen. Pushpop, Jimmy und Jimmy sind auf dem Weg, als sie eine Kuh mitten auf der Straße überfahren. Pushpop ist verärgert, weil Kühe in seinem Glauben das Bild Gottes darstellen. Jimmy sagt auf Anweisung seiner Mutter zu Pushpop, dass sein Glaube falsch ist. Pushpop ist darüber nicht glücklich und verlässt Jimmy für immer. Jimmy schafft es schließlich nach New York und bittet Pippi, ihn auf eine Fahrt mitzunehmen. Pippi willigt ein. Als Jimmy am Morgen aufwacht, stellt er fest, dass der Fahrer immer noch das Auto fährt. Jimmy ist schockiert, als er feststellt, dass Pippi tot ist und das Auto in die Werbetafel gerast ist. Jimmy ruft Chloe in einem Lebensmittelladen an. Mark geht ans Telefon und teilt Jimmy mit, er solle auflegen, da sie in einer Stunde mit Chloe den Bund fürs Leben schließen würden. Er ist nun verzweifelt und kontaktiert seine Mutter, um sie zu bitten, die Braut zu ihm zu bringen. Seine beiden Eltern kommen an und nehmen ihn mit ins Auto. Mrs. Livingston geht auf die Toilette, als Mr. Livingston Jimmy fragt, wie es war, zum ersten Mal im Freien zu sein. Vater und Sohn haben ein gutes Verhältnis zueinander. Mr. Livingston rät Jimmy, nicht aufzugeben, bevor er es versucht hat. Seinem Rat folgend, eilt Jimmy herbei, um die Hochzeit zu verhindern. Mrs. Livingston bemerkt das und folgt ihm in seinem Fahrzeug. In der Zwischenzeit. Die Sektengruppe findet Jimmy und verfolgt ihn ebenfalls.
Slim hilft mit seinen Bikerfreunden, Jimmy zu retten, bis Slim Mrs. Livingston, die zufällig seine frühere Liebe Wildfire ist, in die Augen sieht. Sie entdecken, dass sie auf einer Landebahn eines Flugzeugs fahren. Ein Flugzeug startet und Jimmy steigt zusammen mit einem alten Piloten in das Flugzeug ein. Sie fliegen zu den Niagarafällen, aber das Flugzeug stürzt ab und bringt Jimmy dazu, ins Wasser zu fallen. Seine Seifenblase lässt ihn aber nicht ertrinken. Er schwimmt aus dem Wasser und eilt dann zur Hochzeit. Mark und Chloe sind in der Kapelle und sprechen ihr Gelübde. Dann betritt Jimmy die Kirche und erklärt ihr seine Liebe. Er sieht dies als seine letzte Chance, Chloe davon zu überzeugen, ihn zu heiraten, und er zerbricht seine Seifenblase und küsst sie. Er ist bewusstlos, als er geht. Während Chloe versucht, ihn aufzurichten. Als Mr. und Mrs. Livingston im Haus von Mrs. Livingston ankommen, trauert Mrs. Livingston über den Verlust ihres Sohnes. Mr. Livingston bittet sie, allen die Wahrheit zu offenbaren. Jimmy wacht plötzlich auf, nachdem Mrs. Livingston ihm peinlichst offenbart hat, dass Jimmy keine Krankheit hat. Es stellt sich heraus, dass sie ihm Lügen erzählt hat, um ihn über die Jahre vor allen Gefahren in der Welt zu schützen. Jimmy ist fassungslos, verzeiht seiner Mutter aber, dass sie ihn angelogen hat. Nachdem alle geklatscht haben, umarmt er schließlich Chloe. Ein paar Monate später heiraten Chloe und Jimmy. Er ist umgeben von den Menschen, die er auf dem Weg zur Hochzeit kennengelernt hat. Zu den Gästen gehören Mr. Livingston, Mrs. Livingston und Slim. Als Jimmy und Chloe in die Flitterwochen aufbrechen, ist der Film zu Ende. Abonnieren Sie für weitere Videos wie dieses, schalten Sie die Benachrichtigungen ein und hinterlassen Sie ein Like, um den Kanal zu unterstützen. Vielen Dank fürs Ansehen.